getragen durch die Dienstagssonne von Robbie Williams und Come Undone. Südtirol 1, der Südtiroler des Tages. Einen schönen Nachmittag, Südtirol. Das brauche ich doch nie im Leben. Haben Sie und ich uns vielleicht noch zu Schulzeiten damals gedacht, aber was die 4B der Gewerbeoberschule Bruneck jetzt im Chemieunterricht gelernt hat, das wird jetzt sogar im Bergwerk Prittau eingesetzt zum Kupferabbau. Die Technik, die die Schülerinnen und Schüler da entwickelt haben, gemeinsam mit ihrer Chemielehrerin Roswitha Maurer, hat der Klasse sogar den 3. Platz beim Schülerwettbewerb Junge Forscher gesucht, vergangene Woche in der Schweiz eingebracht. Damit Drittbeste aus insgesamt 25 Klassen aus dem Trentino, Südtirol, Nordtirol und dem Engadin und der Frau Lehrerin jetzt einen ganz guten Nachmittag und herzlichen Glückwunsch. Guten Nachmittag. Frau Maurer, 3. Platz bei diesem Wettbewerb und zwar mit einem Projekt, habe ich gesagt, zur Kupfergewinnung. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Also die Klasse 4B hat im Herbst 2008 das Projekt begonnen. Der Herr Bitterer, Leiter vom Bergwerk Prittau, hat eben die Idee gehabt, mit uns wieder ein Projekt zu starten. Und zwar eben das Kupfer, das noch im Bergwerk See drinnen sich befindet, rauszuholen. Mhm. Er hat eben den Vorschlag gehabt, so eine kleine Anlage zu bauen. Die Schüler waren dann gleich begeistert und dann ist eben das Projekt gestartet worden. Und dieses Projekt bleibt ja nicht nur theoretisch, sondern wird auch in die Praxis umgesetzt. Also die Anlage ist bereits geplant und wird dann im kommenden Schuljahr gebaut und im Bergwerk Prittau aufgestellt, wo sie dann auch betrieben wird. Sie haben ja dieses Projekt zur Kupfergewinnung die ganze Zeit über begleitet. Was hat die Jury und Sie selbst als Lehrerin an diesem Projekt besonders begeistert? Ja, das Tolle war einfach, dass die Schüler wirklich sich eingesetzt haben, dass sie Lösungen gesucht haben, wie das zu realisieren wäre, dass sie eben verschiedene Methoden ausgesucht haben, dass sie dann auch ihre Kenntnisse von den verschiedenen Chemiefächern, die sie haben, anwenden haben gekannt. Sie haben sich selber organisieren müssen und manchmal haben sie sich ein bisschen hängen lassen, aber dann hat es immer wieder so einen Leader gegeben, der sie dann ein bisschen angetrieben hat. Und so sind sie dann eben doch wieder zum Ziel gekommen. Schlussendlich ist der 3. Platz beim Schülerwettbewerb Junge Forscher gesucht, herausgesprungen. Herzlichen Glückwunsch an die 16 Schülerinnen und Schüler 4B der Gewerbeoberschule in Bruneck und ja, an ihre Chemielehrerin Roswitha Maurer in Vertretung unserer Südtirolerin des Tages heute. Danke. Wir in Südtirol. Südtirol 1.